Hallihallo meine Freunde, hier begrüßt euch der Busfahrer Maximus zu einer wunderschönen Tour durch Korsika. Ja, begrüßen tue ich euch natürlich zum Eurocoach Simulator, aber nein, wir sind immer noch im Eurotruck Simulator. Das ist hier, wie gesagt, nur ein Mod und STS arbeitet natürlich immer noch ein bisschen an den Eurocoach Simulator. Ob wir den jemals sehen und wann, 2020, 21, XXX, wissen wir nicht. Aber lasst uns einfach mal hier schön mit dem Reisebus durch Korsika fahren. Hier sind ja schöne Straßen und deswegen ab die Luzi. So, die Leute, alles klar hier? Fernsehen eingestellt? Ja, Fernsehen habt ihr. Gut, dann würde ich sagen, starten wir mal den Bus. Mal in den Gang rein und fahren los. Oh, schön. Ach, das ist richtig cool. Das ist richtig angenehm, hier im Eurotruck Simulator mit Bus zu fahren. Das läuft auch richtig gut oder fühlt sich verdammt gut an, muss ich sagen. Na, denke ich mal, bräuchten sie gar nicht so viel Umbauarbeiten machen. Aber mal sehen, was alles mit Direct 11 hier im Spiel in den nächsten Jahren noch so passiert. Da werden wir vielleicht doch animierte Passagiere sehen, die hier in den Bus reinlaufen und sagen, ey, warum bist du schon wieder so spät? Busfahrer, warum bist du so unfreundlich? Bitte nicht mit dem Busfahrer reden. Vielleicht gibt es da noch so eine Einsprache, so, ey, kannst du mal ein bisschen ordentlich fahren? Naja, wir kennen das, ne? Oh, schön. Ja, wir müssen ein bisschen vorsichtig unterwegs sein. Oh, herrlich. Das sieht einfach nur richtig geil aus. Muss ich ehrlich mal sagen, also mir gefällt das richtig gut. Hat hier schon seine Mühe und Not, ne? Oh, setzen wir uns mal wieder rein. Das ist ein bisschen ruhiger. Ach, herrlich. Natürlich auch ein bisschen ein anderes Fahrgefühl, weil wir nicht auf der Achse sitzen, sondern davor. Aber der Spiegel und so alles funktioniert. Ja, ich habe ja meine Zeit lang ganz viel hier, oder bin doch ziemlich oft mit dem Bus hier rumgefahren. Eurocoach Simulator mäßig. Und für euch ist natürlich jetzt mal die Frage, wollen wir das eine oder andere Mal mit dem Bus unterwegs sein? Jetzt überholt uns noch ein Auto. Ich habe jetzt hier keine Fracht oder so drin, weil ich ja auf die Schnelle nicht nachgeguckt habe, muss ich ehrlich sagen, ob wir hier so einen Passagiermod haben. Ich wollte unbedingt hier oben auf der Insel unterwegs sein. Vielleicht mache ich ja auch eine Umfrage rein. Was wollen wir, ja, lieben gerne hier sehen bei mir hier auf dem Kanal? Ganz normal mal Busse, eine Tour mit einem Auto oder eine Spezialfracht. Also, ihr wisst schon, diese Spezialaufträge oder Schwerlastaufträge mit einfach nur schweren Gerät, dann kann ich auch gerne mal darauf noch ein bisschen mehr eingehen. Auch nicht so schnell fahren. Hier Bordcomputermäßig, ja, lässt sich nicht so gut erkennen, was ich hier drinne habe. Wir schauen mal. Oh. Vor uns die Feuerwehr. Hinter uns ist auch die Feuerwehr. Eieieiei. Na dann, mal einen gebührenden Abstand halten. Lass den mal da vorne fahren. Ist der Einsatz vorbei? Ne, die haben die Sirene ausgemacht. Hey, Freund. Mein Kamerad der Landstraße, Busfahrer Maximus, ist nicht alleine. Ist auf jeden Fall ein Knüppeljob, ne? Busfahrer.
Gerade wenn du so eine Tour hast, wo du Ewigkeiten dann noch Pause machen musst und dann kriegst dann nichts bezahlt. Ich weiß gar nicht, wie es heutzutage ist. Ich habe das nur mal so einen Bericht gesehen, dass solche Sachen doch manchmal üblich sein sollen. Schade, dass ich hier keine richtige Lackierung habe mit dem Bus, so europäische Lackierung. Ich bin mal in Setra irgendwie gefahren, der hatte, ach, das ist schon Ewigkeiten her, der hatte mal eine Flixbus-Lackierung. Aber den Setra-Bus, den ich jetzt nehmen wollte, irgendwie hat er nicht richtig funktioniert. Und ich habe auch auf die Schnelle, ja, wie gesagt, auf die Schnelle mal wieder, keine Flixbus-Lackierung gefunden. Wenn da wieder was funktioniert, also auch gerade in der 1.36 rede ich davon. Wenn ihr da so einen Passagiermod habt, der da auch funktioniert und vielleicht einen Bus mit einer Flixbus-Lackierung, dann haut das einfach mal in die Kommentare rein, den Link oder so. Dann würde ich da gerne nochmal nachlegen. Also, falls ich jetzt auch die Umfrage reingemacht habe, dann schreibt es rein. Wenn ich es mal wieder vergessen habe, dann, ja, dann Kommentare kommentieren. Und welche Ideen ihr hättet, ne? Ob wir denn eine Überlandtour machen, ob wir denn so kleinere Touren machen, mit anhalten und dann noch irgendwo ran. Gucken wir mal. Das ist aber eine richtig schöne. Ach, hier ein Krankenwagen. Haben wir aber eine richtig schöne Tour hier. Einfach nur schön. So, was ist da vorne los? Ach, der LKW schafft's nicht. Ah. Noch so richtig schön entspannt. Wie viele Kilometer haben wir noch? 64. Ich habe hier zum Busbahnhof habe ich eine Tour jetzt gemacht und dann gucken wir mal, wo wir denn als nächstes dann noch langfahren. Es gibt auch die Möglichkeit, also wenn man jetzt frei fährt, so wie ich, dann hat man halt die Möglichkeit auch ein bisschen, ja, Strecken abzufahren, die man sonst vielleicht nicht so abfährt, weil man da keine Ladung kriegt oder. Marco Polo Bus. Gehört, glaube ich, zu Mercedes, ne? Kann das sein? Also, der fährt aber wirklich sehr langsam, der Johnny da vorne. Da los. Man kann die Spiegel auch schön einsehen, muss ich ehrlich sagen. Da habe ich ja beim. Und das ist ein Mod. Und da habe ich ja beim Fernbus-Simulator manchmal so meine Probleme. Weil da kann ich richtig schön hier nach hinten gucken. Zoom-Faktor. Funktioniert alles. Also, das ist schon komisch, dass so ein Bus-Simulator, der sich hauptsächlich auf dieses Thema kursiert, ja, nicht so gut funktioniert wie zum Beispiel so ein Mod, ne, Bus, also mit der Übersicht und. Gut, die ganzen Funktionen, die hat man hier nicht, ne, wie beim Fernbus-Simulator, ne. Aber er wird ja auch immer wieder weiterentwickelt beim Fernbus-Simulator. So, jetzt haben wir natürlich hier. Ja, was ist denn hier los? Der LKW hält alle auf hier, ne, also. Jetzt irgendwo mal ein Einsatz kommt. Hinter uns ist die Feuerwehr. Das erinnert mich an Kroatien, wo wir da auch durch die ganzen Serpentinen gefahren sind. Und sich das da übelst gestaut hat. Der LKW hat echte Probleme hier, ne? Der Lenkrad quietscht. Wir fahren ja mit 15, 16 km/h lang. Bei 40 Liter haben wir. Ah.
Ist ja nicht so, als würde man irgendwann mal ein Ziel möchten, ne? Kann es sein, dass der Marco Polo Bus mehr so in Südamerika unterwegs ist und er vielleicht in Südamerika nur unter dem Namen Marco Polo geführt wird und in Europa unter einem anderen Namen? Schreibt es mal in die Kommentare. Ich glaube, das ist der 1200er Bus hier. Bin mir aber da nicht ganz so sicher. Oder ist Marco Polo vielleicht Scania? Ich hätte mich ja vorher informieren müssen. Nee, da bin ich aber nicht auf diese Frage gekommen. Die ist jetzt, weil ich hier so lang cruise, dazu gekommen. Ja, dann sehen wir es ein bisschen, wie es hier aussieht. Läuft hier im Fernsehen? Was war los? Und? Was ist denn mit dem los? Sitzt hier neben Locke oder was? Ich sehe gar nicht, wo ich langfahre. Oh, oh. Uiuiui, ui, ui, der Busfahrer hat ja wieder getrunken oder was? Der war gleich runtergeflogen. Aber die sind ja die heute meint hier, ne? So, wir setzen uns wieder richtig hin. Ja, Busfahrer, bitte redet nicht mit dem Busfahrer. Ah, jetzt geht's bergab. Ah, schön. Und da hast du wieder so einen Sumpfnase, der ganz langsam fährt. Ach, ja, da kommt eine Kurve. Bremsen. Junge. Was ist los? Ist das ein Geisterfahrer oder was ist mit dem Typen da los? Ja, für ihn ist wahrscheinlich da irgendwo ein Fahrzeug. Warte mal, kommt da irgendwas? Müssen wir doch mal überholen. Oh, 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 da kommt was, da kommt was. Oh, oh. Eieieiei. Beim Überholen erwischt. Verdammt nochmal, warum muss denn jetzt auch mal die Polizei kommen? Ja, ich habe aber immer so ein Glück, oder? Oh. Der 1200 Ocken, weg. Das kann doch nicht Warzenschwein sein. Junge, 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 Junge. So. Ist ja wieder richtig dumm gelaufen für mich. Aber es läuft gut. Oh. Ich muss ja auch sagen, das ist meine Abwechslung, ja? Und für die Leute, die jetzt kommen, oh, das ist ein Euro-Truck-Simulator. Oh, ich kann euch... Ich kann euch nicht verstehen. Warte mal, wir fahren mal hier schnell auf die Bushaltestelle. Aber sonst Mods spielen, ja? Aber bei sowas dann... fangen sie an rum zu jammern, ne? Oh, dann. Bitte aussteigen, meine Jungs und Mädels. Wir sind angekommen am Busbahnhof. Ich hoffe, ihr hattet eine angenehme Fahrt. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Und ja. Fahren wir mal zur nächsten Haltestelle. Ja, wie gesagt, solche Leute kann ich einfach nicht verstehen. Ja. Wenn wir eine Map haben und so schon irgendwelche Mods immer benutzen, warum sollen wir nicht mal mit dem Bus unterwegs sein? Wenn uns das oder mir persönlich Spaß macht, dann fahre ich auch gerne mal mit einem Bus hier durch die Gegend oder mal mit einem Auto, um einfach mal eine ganz andere Sicht der Dinge, ja? Ein LKW-Fahrer hat meistens so ein Auto und fährt auch mit einem Auto. Da will ich das auch mal so auf der Sicht sehen und wer das nicht versteht, der... Ja. Für den tut's mir leid, der soll einfach dann seine LKWs fahren. Aber ich muss auch ehrlich sagen, ich will auch mal ein bisschen was anderes ausprobieren, was anderes fahren.
weil sonst wird es mir irgendwann nur langweilig, wenn ich zum Beispiel nur mit den gleichen LKW fahren sollte. Immer nur den gleichen LKW. Da hätte ich dann persönlich auch irgendwann mal keine Lust. Ja, und wenn wir irgendwann mal mit einem Müll-LKW rumfahren oder mit einem 7,5-Tonner und oh, dann ist das so. Also ist jetzt meine persönliche Meinung, müsst ihr ja nicht teilen. Bloß das Gute ist ja, dass ich das hier zeigen kann, worauf ich Lust habe, und darum geht es ja, ne? Wenn nicht, dann müsst ihr halt der Laster das mit dem Bus oder mit dem Auto einfach sein oder nicht gucken, und dann guckt er wieder, wenn ich LKW fahre. Ein bisschen Abwechslung, wie gesagt. Muss mal sein. Und ich denke auch, wenn der Euro Coach Simulator kommt, wird das ein separates Add-on sein. Ihr müsst euch das da nicht kaufen. Aber die, die dann wahrscheinlich am größten rumgeheult haben, sind die ersten, die dann halt ihre Busse sich holen und rumfahren, um einfach mal was anderes zu sehen. Es wird auf der gleichen Map hier sein. Wir haben ja überall schon diese Bushaltestellen. Und die sind ja schon echt schon etliche Jahre hier drin. Aber vielleicht erfahren wir beim Interview von Pavel ein bisschen was, wenn er im Dezember da was macht. Naja, toll. Jetzt gehen die Dinger hier noch runter. So. Güterzug hier. Boah, war doch so ein schöner langer Güterzug. Und da kommt ein Einsatzwagen. Sag mal, kommt da noch ein Zug? Ja, da kommt noch einer. Noch ein Güterzug. Das finde ich ja mal richtig geil. Oh, ich habe so richtig Bock auf Transportfieber. Ist hier die Endhaltestelle? Nee. Ja, gefahren von Chris Maximus. Ach, hier bei MAN gehen wir ab. Okay, der muss zur Durchsicht. So, das war quasi jetzt die Tour Eurocoach Simulator mäßig. Und ja, müsst ihr mal gucken. Ich habe auch eine Playlist Eurocoach Simulator. Da könnt ihr gerne mal ein bisschen zugucken, mit was für Bussen ich da schon unterwegs war. Und ja, falls ich, wie gesagt, die Umfrage nicht reingemacht habe, was würdet ihr gerne? Hier seht man den Unterboden. Also, Das ist auf jeden Fall noch nicht so final. Dann schreibt es einfach mal rein. Und wenn ich es vergessen habe, dann eben, ja, einfach in die Kommentare, ne? So, 1200er ist es. Gut, also mir hat es gefallen. Ich hoffe, euch auch. Dann könnt ihr ein Däumchen da lassen. Dann bin ich erstmal raus und sage, ach, haut rein. Macht's gut. Bye, bye.